Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in diesem Video gucken wir uns mal wieder an, was diese Woche so in meinem Trade Republic Depot passiert ist. Und dies ist die Folge 59 vom 1. bis zum 5. März 2021. Los geht's! Und bevor wir uns die wirklich dramatische Woche zumindest in meinem Depot genauer angucken, gibt es wie immer einen kleinen Themenüberblick. Ich gehe auf meine aktuellen Buchverluste hier etwas genauer ein. Ich habe diese Woche wieder 2000 Euro eingezahlt. Alle Trades gehe ich hier in diesem Video mit dir mal wieder nicht durch. Das sind zu viele, würde einfach zu viel Zeit verschwenden. Die habe ich dir in der PDF-Datei in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Außerdem habe ich die Woche etwa 150 Euro mit K.O.-Trading auf dem Nasdaq verloren, weil kann ich irgendwie nicht dieses Daytrading, keine Ahnung, kriege ich irgendwie nicht auf den Schirm. Ich gehe nochmal auf die Risiken meiner derivativen Produkte ein, die ich hier in meinem Depot habe. Außerdem möchte ich gerne nochmal auf das letzte Video verweisen, warum die Märkte aktuell fallen und was mein Depot so macht und wie ich emotional damit umgehe. Dazu habe ich am Freitag ein Video gemacht und nächste Woche gibt es ein Video, wie man in der Trade Republic App gut nach Aktien recherchieren kann und diese finden kann. Da gibt es nämlich ein paar Funktionen, die ich sehr, sehr, sehr hilfreich finde und vielleicht kanntet ihr die ein oder andere Funktion noch nicht. An dieser Stelle würde ich mich schon mal freuen, wenn du dieses Video likest und es gibt wie immer in der Infobox Links zu diversen Depotanbietern. Und wenn du darüber ein Depot eröffnest, dann kriege ich eine kleine Provision, unterstütze mich damit und ich bedanke mich bei dir schon mal dafür. Wir gucken uns jetzt hier zunächst einmal den Freitag an. Wir gehen diesen Chart halt einfach mal komplett durch. Am Freitag hat es ganz entspannt angefangen, dann ist es ordentlich nach oben gegangen, 2,65%. Dann ging es hier um 17.20 Uhr, haben wir den Tiefpunkt erreicht mit fast 4% und dann ging es wieder etwa 2% nach oben. In relativen Zahlen haben wir das gerade gesehen, absoluten Zahlen 1.800 Euro und hier minus 2.400 Euro. Also diese Volatilität, die ist einfach echt enorm in meinem Depot, das nur an einem Tag, in vielen anderen Depots auch, besonders wo sich viel Tech drin befindet, das ist echt enorm. Diese Woche minus 4.546 Euro oder 6,51%, das war auch wieder richtig ordentlich. Monatsverlauf minus 13,4% oder 10.086 Euro. Im Jahresverlauf, da bin ich noch sehr grün, weil wir hatten genau vor einem Jahr den Corona-Crash, das wirklich, also der Chart, den kann man fast 1:1 aufeinanderlegen und deswegen mit 6.119 Euro im Plus sieht noch recht gut aus oder 10,35%. Im maximalen Verlauf relativiert sich das wieder, da bin ich nur noch bei 7% oder 4.259 Euro und was wirklich krass ist, wenn wir das hier uns jetzt mal angucken, 65.265 Euro, 4.259 Euro im Plus und wir gehen mal auf den Chart vom Freitag, dann siehst du, dass wir auch bei 61.423 Euro waren und mein Nominaldepotbestand ist aktuell bei 61.000 Euro. Das heißt, am Freitag war ich zwischendurch auch noch bei plus 400 Euro. Es war ganz knapp davor, dass ich komplett ins Minus rutsche hier mit meinem Depot. Ja, das war dann wirklich eng und beängstigend zu sehen. Aber wir ordnen das als nächstes erstmal ein. Und eigentlich, auch wenn man diese Zahlen so sieht, bin ich relativ entspannt. Nicht tiefenentspannt, schon ein bisschen gestresst. Die Woche war schon relativ anstrengend. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal im Detail an. Zunächst einmal hier in der Jahresübersicht. Also wenn du diese 4.259 Euro von meinem aktuellen Depotbestand abziehst, dann bist du, wie schon gesagt, bei den 61.000 Euro Nominaldepotbestand. Die 2.000 Euro mehr als letzte Woche ist an Cash in diesem Depot halt einfach reingeflossen. Also wir haben hier plus 7%. Insgesamt bin ich in diesem Jahr seit dem Jahresanfang aber erst bei minus 7,55% in meinem Depot. Das heißt, hätten wir zum 01.01.2021 das Depot genullt, wären wir jetzt bei minus 7,55%. Das liegt einfach auch daran, dass ich erst im Laufe der Zeit hier mehr Geld eingezahlt habe und mit dem Höhepunkt meines Kapitals habe ich dann hier gehabt. Und dann, wenn es nach unten geht, nimmt natürlich das ganze Kapital das auch nochmal mit nach unten. Wesentlich mehr als es hier, wo es nach oben ging, hatte ich einfach nicht so viel Kapital investiert. Deswegen hebelt das
neben meinen ganzen anderen Produkten, die ich natürlich noch drin habe, nochmal so richtig runter. Das heißt, das muss man erstmal einordnen. Und minus 7,55% seit Jahresanfang finde ich jetzt gar nicht so schlimm zur Einordnung. Und wenn sich die Werte halt einfach auch wieder weiter erholen werden, dann wird sich das Ganze auch nochmal ändern. Als nächstes gucken wir uns hier meine Top-Position in meinem Depot an. Wir haben hier einen Optionsschein auf dem Nasdaq 100. Dort bin ich immer noch mit 8% oder 280 Euro minus, war ich auch deutlich stärker im Minus. Ich habe auch diese Woche über immer in Chargen so 400 Euro Positionen nachgekauft. Aktuell bin ich hier mit 3.200, das stimmt nicht ganz, das müssen wir noch drauf, also ungefähr 3.500 Euro investiert. Das sind HSBC Optionsscheine auf den Nasdaq 100, die noch eine Laufzeit bis zum 13.12.22 haben. Und ich habe mir mal so drüber Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Risiken bei diesem Produkt? Warum sollte ich dort nicht mehr Geld investieren? Was kann damit eigentlich so passieren, um das Ganze nochmal einzuordnen? Mein Basispreis ist übrigens bei 13.800 Punkten, also leicht über dem, wo wir letztens waren. Und ich glaube, wir waren da auch schon drüber. Und ich denke, dass wir dieses Jahr da auch noch drüber kommen. Und dann siehst du halt einfach auch, ich gehe mal hier auf den Monatsverlauf, da waren wir schon bei 16 Euro. Mein Einkaufspreis liegt bei 11,41 Euro. Also, dass wir hier eine relativ gute Rendite sehen werden, wenn der Nasdaq wieder auf All-Time-High oder zumindest diese Richtung einschlägt. Das sollte auch klar sein, denn allein hier im Monatsverlauf haben wir von plus 6%, sagen wir mal, auf minus 31%, also so knapp 40% gerundet, verloren. Und die werden wir dann auch wieder aufholen, bis auf den Zeitwert. Für den Optionsschein, dass der noch so lange läuft, zahle ich auch einen relativ hohen, in Anführungsstrichen, Zeitwert. Das heißt, je länger dieser Optionsschein läuft, desto weniger reagiert dieser Optionsschein auf positive Zahlen. Durch die lange Laufzeit aber relativiert sich das einfach wieder. Nichtsdestotrotz sind diese Optionsscheine dadurch nicht ganz günstig. Und ich habe halt eine sehr, sehr lange Laufzeit. Ich habe nicht diese Knockout-Schwelle, wie zum Beispiel bei KOs, aber ich habe das Emittentenrisiko. Das heißt, geht hier die HSBC, also der Emittent, quasi pleite, dann könnte ich hier ein riesiges Problem haben und einen Totalverlust erleiden. Das ist so das Problemchen, was ich mit diesem Produkt habe. Ansonsten, wenn ich davon ausgehe, dass wir bis zum 13.12.22, also in ja nicht ganz zwei Jahren, ein Dreivierteljahr, das wieder erreicht haben, dann stehe ich wieder einigermaßen gut da, zumindest hier deutlich positiv. Wenn ich irgendwelche Risiken hier in diesem Produkt jetzt nicht erzählt habe, die euch aber einfallen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Nasdaq 100, das ist ein WisdomTree ETP, der ist mit Swaps abgesichert. Wenn WisdomTree allerdings pleite geht, dann sehe ich hiervon auch kein Geld mehr und der hebelt halt einfach synthetisch den Nasdaq dreifach nach oben und natürlich auch dreifach nach unten. Ich bin hier aktuell mit 3.000 Euro etwa investiert. Ich bin in Anführungsstrichen nur noch 6% im Minus, weil ich hier auch mein Chargen nachgekauft habe. Und ja, wenn man sich das Ganze hier anguckt, auch wieder Monatsverlauf, sind wir hier auch so bei 25% im Minus und das Ganze, wenn sich das nach oben natürlich nochmal einholt, also durchschnittlich aber bin ich bei 108,52 Euro und hier den Höchststand haben wir bei 133 Euro gehabt, das heißt, auch hier könnte ich wieder einiges an Kapital halt einfach reinholen. Ich habe mir das Produkt, die Basisinformation, die Produktinformation mehrfach durchgelesen, die Risiken, Emittentenrisiko und so weiter ist mir alles bewusst. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, was passiert, wenn wir hier bei 33,3% im Minus sind beim Nasdaq. Dann müsste das Produkt ja, weil es dreifach gehebelt ist und 33,3333 mal 3 würde dann ja fast 100% machen. Das heißt, dass wir, wenn wir 33,3% im Nasdaq verlieren, das Produkt quasi wertlos wäre. Also so eine Art ja langfristig oder längerfristiges und günstigeres K.O.-Zertifikat. So würde ich das Ganze halt einfach einordnen. Tier 0,75%. Zu den Handelszeiten ist der Spread hier wirklich sehr, sehr günstig. Also so, weiß ich gar nicht, 10, 20 Cent, also wirklich sehr, sehr günstig. Günstiger als bei ganz, ganz vielen ETFs übrigens. Deswegen habe ich hier auch immer wieder Charge nachgekauft. Also das ist von den Kosten her durchaus ein sehr verkraftbares Produkt, um hier natürlich die tiefen Kurse mitzunehmen und dann das Ganze nach oben zu hebeln, wenn es dann wieder nach oben geht. Und auch hier habe ich mir so Gedanken gemacht, also wenn es hier wirklich mal sinken sollte und ich bin hier bei diesem Produkt, nicht beim Nasdaq, sondern bei diesem Produkt bei minus 40% oder sowas, dann würde ich mir wirklich über
überlegen, dieses Produkt aufgrund der Schwelle nach unten hin einfach zu verkaufen. Da sind wir halt natürlich noch lange nicht, da sind wir noch sehr, sehr weit von weg, wenn es denn so wäre. Und dann würde ich das Geld umschichten, entweder ganz konservativ, natürlich dann auch viele Verluste realisieren in einem Nasdaq-ETF oder halt noch in ein paar andere Optionsscheine. Aber ja, dann wäre mir die Gewichtung dann schon zu krass bei den Optionsscheinen. Ich bin aktuell so mit ungefähr 18.000 Euro in derivativen Produkten investiert und das wird dann immer krasser. Und das müsste ich mir dann mal angucken, wenn es soweit ist, aber da bin ich noch relativ weit von entfernt. Nasdaq 100 ETF, hier bin ich noch mit 2.687 Euro investiert. Habe ich immer mal wieder verkauft, weil ich Geld brauchte für andere Produkte, um Dinge nachzukaufen. Und mir war es einfach mal wichtig, über diese Risiken von diesen derivativen Produkten zu reden. K.O.-Zertifikate habe ich mittelfristig überhaupt nicht in meinem Depot, also ganz unten vielleicht so ganz kleine Positionen, ansonsten in größeren Positionen überhaupt nicht in meinem Depot. Und das ist in der aktuellen Phase auch wirklich sehr, sehr gut so. Facebook hat diese Woche ein wenig zugelegt, damit auch meine Optionsscheine auf Facebook. Apple die Woche über ja fast gegen Null gelaufen, aber relativ volatil hier wieder gewesen. Apple wird sich, denke ich, auch wieder um einiges erholen. Bei 115 Euro würde ich hier auch ein paar Apple-Aktien rauswerfen. Alphabet C ist einer der Tech-Werte, die ich diese Woche zugelegt haben, die von dieser ganzen aktuellen Tech-Abschwungphase fast überhaupt nicht betroffen sind. Also die halten sich hier unfassbar stabil, bin ich auch noch ordentlich im Plus. Nvidia hingegen ist ordentlich abgeschmiert. Dort habe ich auf jeden Fall auch Derivate nachgekauft. PayPal ist auch ordentlich abgeschmiert. Das sind durchaus Preise, bei denen man mal nachkaufen könnte. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ich empfehle keine Produkte. Aber wenn ich Geld hätte und ich müsste das investieren, dann wäre PayPal und wahrscheinlich Take-Two die beiden Werte, wo ich einkaufen würde. Oder auch Amazon, die sind die Woche über auch wieder abgeschmiert. Ein Amazon-Optionsschein habe ich schon fast abgeschrieben. Da bin ich bei minus 500 Euro etwa Verluste. Hört sich jetzt ganz dramatisch an, aber dadurch, dass ich in andere Produkte auch gehebelt investiert habe und günstiger nachgekauft habe, denke ich, wenn wir wieder die Kurse von vor 3 Wochen erreichen, dass ich mindestens bei dem Depotstand von vor 3 Wochen bin und deswegen, ja, ich gucke mir das an, ich sehe das auch, wenn ich da irgendwo 500 Euro verliere, aber ich ordne das rational ein und werde nicht panisch und mache vor allem auch keine Panikverkäufe. Da bleibe ich ganz, ganz cool. Adobe minus 4%, Take-Two hatte ich ja schon angerissen. Ja, könnte man mal einkaufen, ne? Gar nicht so ein schlechter Kurs. Also die waren auch noch wesentlich tiefer hier vor einem Jahr bei unter 100 Euro. Nichtsdestotrotz, könnte man mal machen. NIO, die sind die Woche über auch ordentlich gefallen und zwar so ordentlich, dass ich hier auch ein paar Mal nachgekauft habe. Und 28,70, wir waren auch noch tiefer bei 26 Euro oder so. Wir gucken mal ganz kurz hier in mein Orderbuch rein. Da habe ich hier noch eine NIO-Kauforder, 5 Stück zu 25 Euro drin. Da würde ich NIO wirklich mal einkaufen. Ist eine Aktie, das heißt, kann ich auch länger mal im Depot behalten. Und ja, NIO war die einzige hochvolatile Aktie, die auch stark gesunken ist, die ich dann von diesen wirklich sehr risikobehafteten Hype-Aktien nachgekauft habe. Du siehst, ich habe hier auch noch auf den Nasdaq 100 dieser dreifach gehebelte nochmal 4 Stück in der Nachkauf, hier eine Nachkauforder drin bei 90 Euro. Bei 95 Euro hatte ich zuletzt nachgekauft und dann habe ich hier noch ein paar Verkaufsordern drin, wo ich mir schon einen Plan gemacht habe. Das sind Trading-Anteile, da würde ich mich wieder von gewissen Anteilen halt einfach lösen. Das ist wirklich nur Dip ausnutzen und dann nach oben hin, wenn wir mal wieder bei alten Kursen sind, das Ganze eben mitnehmen. Ja, wir können hier uns nicht jede Aktie, nicht jeden Wert angucken. Am Freitag ist das Ganze ja nochmal wunderbar nach oben gegangen. Übrigens nochmal ganz, ganz wichtige News hier mittendrin. Dieses 1,9 Billionen Euro ja, Finanzpaket, Hilfspaket, Stimuluspaket in den USA, das wird wahrscheinlich durchgehen. Das wird wahrscheinlich auch ein Gesamtpaket werden mit ja, Arbeitslosenhilfen, sowas in der Richtung. Also das wird wahrscheinlich nächste Woche kommen und soll bis zum Monatsende ausgezahlt werden. An diejenigen, die diesen, ich glaube, 1.400-Dollar-Scheck soll dann jeder unter 100.000 Euro Einkommen in den USA bekommen, irgendwie sowas. Davon soll angeblich so 30% in Aktien investiert sein. Das ist das, was man so munkelt. Ob das passiert, weiß ich nicht. Darauf konkret spekulieren würde ich nicht. Könnte aber den Markt wieder ordentlich nach oben reißen. Ich würde mich persönlich darüber sehr freuen. LVMH, das ist auch noch so eine Position, wo ich im Plus war, wo ich mir auch diese Woche mal überlegt habe, dort eine Aktie zu verkaufen, um das Kapital woanders aktuell etwas
sinnvoller zu investieren, aber man muss in Frankreich auch mal die 1% Finanztransaktionssteuer bezahlen. Shopify ist hier auch mit 11% nochmal ordentlich abgeschmiert. Ich bin hier immer noch im Plus. Und ja, ich könnte hier eine Aktie verkaufen, mache ich aber nicht. Langfristige Anlage, langfristiger Horizont. Also da solche Investitionen will ich nicht auflösen. Nur wenn ich wirklich eine Chance sehe, ich kann nichts anderes verkaufen, dann würde ich vielleicht Shopify auch verkaufen. Square ist die Woche über auch nochmal ordentlich gefallen hier. War aber auch hochvolatil. Wir waren auch wieder im Plus hier. Also diese Werte, die sind unfassbar volatil. Ja, du siehst halt einfach auch den Zeitwertverlust und die Volatilität, dass hier der Facebook-Optionsschein gar nicht so zugelegt hat, die Woche über, am Freitag dann doch, und hier bin ich immer noch 20% im Minus, aber wenn Facebook mal wieder ein bisschen höher steht, werde ich dort auf jeden Fall auch wieder grün sein, davon gehe ich in absehbarer Zeit aus. BYD, da haben wir diese Woche über auch schöne Nachkaufkurse gesehen, muss man einfach mal so sagen. Im Jahresstart sieht man aber noch, dass wir auf einem relativ hohen Niveau sind. Also wenn man da bei 19 Euro eine Limit-Order reinhauen würde, wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Salesforce, ja, da waren wir auch hier bei minus 7%, auch ordentlich abgeschmiert, waren durchaus, ich kann es nicht oft genug sagen, Kurse, zu denen man hätte nachkaufen können. Hier oben Amazon-Optionsscheine, die gucken wir uns gar nicht an. Wir gucken uns das Drama weiter unten im Depot an. Digital Turbine, die habe ich, glaube ich, ein- oder zweimal nachgekauft, wo es auch hier am Freitag nochmal richtig weit runterging. Bei 58 Euro oder sowas habe ich, glaube ich, nachgekauft. Hier bin ich immer noch im Plus. Und wenn wir hier mal, wir sind aktuell bei 61 Euro. Wir waren diesen Monat auch bei, ja, ich glaube, so grob 80 Euro waren wir auch. Sehen wir ja auch in der Jahresübersicht hier bei 84 Euro. Dann sieht das natürlich noch wesentlich grüner aus. Auch Amazon Optionsscheine habe ich mir noch ein paar reingeholt. Bin ich natürlich aktuell noch ordentlich im Minus. Aber wenn Apple, also Apple Optionsscheine, und wenn Apple mal wieder etwas nach oben geht, werden diese Optionsscheine natürlich auch relativ grün werden. Sony war auch so ein Wert, da habe ich mir zwischendurch überlegt, verkaufen, weil Cash schaffen, weil gut gelaufen. Dann habe ich mir überlegt, nachkaufen, weil ist dann doch etwas hier gesunken die Woche über. Aber ja, der Spread ist relativ hoch hier bei Sony und die Position habe ich einfach, ich habe ganz, ganz viele Positionen auch wirklich so gelassen und nicht angerührt, muss man einfach mal so sagen. Tencent, ich weiß gar nicht, diese Woche oder letzte Woche habe ich die verkauft. Warta habe ich die Woche nochmal eingekauft. Nvidia, die Optionsscheine habe ich auf jeden Fall auch eingekauft. Wir sind hier deutlich im Minus, aber die habe ich immer, wenn es nach unten ging, eingekauft. Mein Buy-in liegt bei 9 Euro. Wenn wir uns hier die Monatsübersicht halt angucken, siehst du, dass wir auch durchaus mal wieder hier, ja, ich sag mal so die Plus, was sind denn das, 50% dann sehen könnten bei den Optionsscheinen, das wäre natürlich recht schön. So, und was wir uns eigentlich auch nochmal ganz kurz angucken müssen, ist natürlich hier Spotify minus 9% in dieser Woche. Hier habe ich mir auch, ich glaube, eine Aktie nachgekauft und eine würde ich mir dann nochmal nachkaufen. Ich haue hier immer so Preisalarme rein, weil jede Limit Kauforder blockiert halt auch immer das Geld und so bei 210 oder 200 Euro würde ich hier nochmal eine Spotify-Aktie nehmen, die ist auch ordentlich abgeschmiert, die waren bei 300 noch was und ich glaube eine Aktie hätte ich bei 308 sogar verkauft und die eine, die ich jetzt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die eingekauft habe, relativ günstig. Allein hier hat schon so ein bisschen das Timing, sich so an diesen Wellen lang zu traden, sich einfach gelohnt, muss man sagen. Disruptive Tech ETF minus 6%, auch der ARK Invest ETF ist so richtig abgeschmiert, ist ja kein, ich weiß nicht, ist das ein ETF oder ein Fonds, ich weiß es gar nicht genau, gibt es auf jeden Fall hier bei Trade Republic gar nicht. Global Clean Energy war auch gut, dass ich da viele Anteile von verkauft habe, nicht mehr so hoch gewichtet bin, denn der hat die Woche nochmal so richtig, also für ein ETF, hier 11,4% verloren. Das ist auch richtig ordentlich. Also ich muss auch sagen, unterm Strich habe ich auch viele gar nicht so dumme Entscheidungen getroffen und viele Positionen habe ich auch gar nicht angerührt. Auch wenn das so aussieht in meinem Depot, als ob ich immer hin und her und alles verkaufen und alles kaufen würde. Nein, das sind immer bestimmte Positionen und immer, also ein ziemlich bewusstes Handeln. Also das, was ich hier, seitdem ich dieses Depot halt einfach habe, gelernt habe, setze ich jetzt aktuell in dieser Zeit um. Wie gesagt, die derivativen Produkte in der Höhe, gerade oben Nasdaq, darüber mache ich mir schon so meine Gedanken. Aber wenn der Nasdaq natürlich nochmal 5% verliert, sehe ich auch nochmal minus 10% in meinem Depot. Dann bin ich auch insgesamt in meinem Depotstand im Minus. Und aber
ich würde eigentlich alles halten. Und wenn wir bei Optionsscheinen nahe des Endes kommen, dann muss ich mal gucken, ob ich die verkaufe in den längeren oder langlaufenderen Optionsschein umdisponiere oder was ich da mache. Das muss ich da mal gucken. Aber wie gesagt, diese Risiken sind mir halt einfach bewusst. Ja, ich blätter hier einfach mal so ein wenig durch, muss ich sagen. Wir gucken uns hier mal General Motors an, plus 5% die Woche. Solche Werte habe ich ja auch in meinem Depot, die eher konservativ sind. Philips hier mit 1% im Plus. Embracer Group, ich glaube, die habe ich auch nachgekauft diese Woche mit, ja, ich weiß nicht, ich glaube mit 5 Positionen, weil die auch krass gefallen sind. Das war eigentlich auch recht schön. Also ich habe viele günstige Preise diese Woche auch wirklich abfischen können. Und dann haben wir hier noch Ford, da gucken wir auch nochmal rein. Die sind auch plus 6% gelaufen. Ja, da bin ich eigentlich auch ganz gut hier im Plus. Also es gibt auch viele andere konservative Werte, die ich hier einfach im Depot habe, die ich für mittelfristig oder über die nächsten Jahre, also langfristig, eher positiv sehe. Das heißt nicht, dass ich darin gar nicht investiert bin, habe ich auch letztens wieder häufiger in den Kommentaren gelesen. Und bei Tesla, da habe ich immer so viel falsch gemacht und jetzt habe ich das erste Mal etwas nicht ganz falsch gemacht, dass ich glaube ich so bei 580 € oder so, ich weiß es gar nicht mehr, meine letzte Tesla-Aktie verkauft hat und gesagt, davon habe ich genug, ich habe hier einen Sparplan laufen und der läuft, bin hier natürlich auch mit 25% im Minus, aber nur mit 164 €, das heißt, das gucke ich mir doch relativ entspannt an, denn Tesla hat die Woche über auch so um die 11% verloren. Und ja, Amazon-Optionsscheine, da gucken wir auch nicht rein, die sind alle zwischen 40% und 60% im Minus, bis auf das Desaster, das kommt dann natürlich gleich noch. Und das ist natürlich nicht ganz so schön anzugucken, aber wenn ich mir das irgendwie in meinem Hirn schon mal geistig irgendwie so ein bisschen abgeschrieben habe, dann lässt sich damit ganz locker, einfach und trocken umgehen. Alphabet sind die Einzelaktien sehr, sehr teuer. Dort habe ich mich immer mal nachgekauft mit Derivaten. Ich glaube, nur einmal sogar bin ich jetzt auch leicht im Plus. Und genau, würde Alphabet zum Beispiel stärker fallen, würde ich mich da auch nochmal, ja, bis zu 500-600 € mit Optionsschein zudecken. Ist ja aktuell halt einfach nicht der Fall gewesen. Und es gibt auch einige Optionsscheinpositionen, wo ich im Plus bin. Aktuell, ich habe das jetzt gar nicht aufgeschrieben, bin ich mit etwa, oder am Mittwoch war ich mit etwa 5.400 € Buchverlusten hier bei meinen Optionsscheinen im Minus. Also das hat so richtig reingehauen. Ja, und am Freitag war es dann ja stellenweise sogar noch schlimmer. Ich glaube, da waren wir dann auch bei, weiß ich nicht, 8.000 € oder sowas Buchverlust. Also das hebelt natürlich ordentlich rein, ist aber, hatte ich auch in den letzten Videos immer wieder angerissen, immer nur eine Momentaufnahme. Und hier unten haben wir dann schon hier Amazon Optionsscheine. 3,7 Cent, 42% plus am Freitag. Das hilft einem aber gar nicht weiter, wenn man einen Buy-in von 32 Cent hat, diese auch ein paar Mal nachgekauft hat. Wir aktuell bei 90% Verlust sind, 57 € noch haben im Depot und ja, das wären 500 € minus werden höchstwahrscheinlich. Wenn wir jetzt die nächsten, wir haben jetzt den 6., dieser Optionsschein läuft bis zum 16. noch 10 Tage Zeit, also so um die anderthalb Wochen. Und wenn wir da noch bessere Kurse sehen bei Amazon bzw. Kurse der letzten 3 Wochen, dann könnte ich hier noch gut rauskommen. Davon gehe ich nicht aus. Diese 500 €, die habe ich einfach abgeschrieben. Das war einfach kurzfristiger Optionsschein ohne Stop-Loss und dann noch ein paar Mal nachgekauft. Das ist halt so etwas, ja, da lernt man draus. Ich habe das schon mal mit einem K.O.-Zertifikat gemacht. Mit Optionsschein habe ich so etwas konkret noch nicht gehabt. 500 € minus und daraus habe ich halt einfach gelernt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das sind jetzt Beträge, damit kann ich eigentlich recht gut umgehen und das kriege ich in Western Digital, die habe ich dann auch irgendwann verkauft, wo wir noch relativ weit oben waren, auch tendenziell ein Tech-Wert und dort lasse ich dann einfach hier diesen Sparplan weiterlaufen, dort habe ich einfach Gewinne mitgenommen und zwar ordentliche Gewinne und ja, also ne, wenn wir das hier sehen in der Jahresübersicht, haben wir hier einen absoluten Peak erwischt und da habe ich mir auch gedacht, da werde ich die nächsten Wochen wahrscheinlich nochmal günstiger einkaufen
können. Jawohl, das war's hier in der groben Übersicht in meinem Depot. Ich glaube, ich habe mal wieder lange genug gelabert. War für mich eine relativ harte, anstrengende, stressige Woche. Habe viel Zeit hier in meinem Depot verbracht. Und wie gesagt, im Freitagsvideo habe ich ja das Ganze so ein bisschen philosophisch nochmal erklärt, was ich machen würde, wenn dieses Trading-Projekt-Experiment nicht gut geht. Dann würde ich das natürlich auch alles im Detail veröffentlichen, wenn das im Minus ist. Und ich würde mich natürlich von den Strategien, die nicht funktionieren, definitiv verabschieden. Wäre dumm, wenn ich sowas bis zum Geht nicht mehr durchziehen würde. Und ja, mich würde halt wirklich mal nochmal andere Meinungen interessieren. Welche Risiken gibt es konkret noch bei den derivativen Produkten, die ich die Woche über bis zum Geht nicht mehr nachgekauft habe? Ich bin ja hier aktuell 3,5 plus hier nochmal 3, das sind dann 6,5. Hier allein oben mit derivativen Produkten halt einfach investiert. Das finde ich schon recht ordentlich. In den ganzen anderen Optionsscheinen kommen noch dazu. Das ist eine Menge, Menge Holz, das sage ich euch. Insbesondere ist ja das, was hier aktuell drin steht als Wert, nicht der Wert, mit dem ich mich eingekauft habe. Mein Einkaufswert ist ja wesentlich höher. Das heißt, mein investiertes Kapital ist auch nochmal wesentlich höher, da die meisten Werte aktuell im Minus sind. Ja, und ein Hinweis nochmal ganz kurz. Wenn wir hier bei den meisten Werten wieder auf die Stände kommen, von Mitte Februar hier in etwa, dann dürfte hier nicht 71.000 Euro stehen, sondern eine ganz andere, wesentlich höhere Zahl, worauf ich derzeit hoffe. Ich gehe fast davon aus, dass wir die nächsten 2-3 Wochen einen richtigen Rebound sehen. Wir sind ja aktuell von den 10-jährigen US-Staatsanleihen, dessen Zinsverlauf und auch der Inflationsgefahr in den USA so ein bisschen abhängig im Tech-Sektor. Und wenn sich das Ganze wieder etwas nach unten korrigiert oder auch die Fed, insbesondere der Powell, mal sagen, hey, wir würden auch mal Anleihenkäufe, um die Zinsen zu senken, erhöhen, durchführen. Er bräuchte das nur ankündigen, dann könnten wir einen Rebound sehen. Dann glaube ich, könnten wir durchaus das, was ich hier in einer Woche in meinem Depot verloren habe, durchaus an einem Tag im Plus sehen. Das ist meine Meinung. Mal gucken, ob das passiert. Ist natürlich die Hoffnung und die Hoffnung darf mich nicht in meinen Entscheidungen zu stark beeinflussen. Mich würde halt, wie gesagt, interessieren, wie denkt ihr über diese Derivate? Welche Risiken gibt es? Und versucht mal analytisch zu sein und nicht irgendwie Panik zu schieben oder irgendwelche Beiträge zu schreiben, wo man sagt, Zertifikate, Optionsscheine, geht doch gar nicht und alles geht in den Bach runter und so weiter. Nee, ruhig mal so ein bisschen faktenbasiert. Da habe ich im Moment nämlich irgendwie keine Nerven dazu, mir noch andere Panikbeiträge anzuhören. Meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber im Moment merke ich, will ich das gar nicht. Ich lese auch ganz wenig Nachrichten, Paniknachrichten oder Leute, die halt einfach nur Panik schieben und den nächsten Supercrash herbeireden. Das tue ich mir im Moment überhaupt nicht an. Habe ich nämlich im Coronavirus-Crash viel zu viel mir angehört und genau das mache ich dieses Mal nicht, sondern ich mache das, was ich für richtig halte. Ich hoffe, ihr macht das Ganze auch. Wie gesagt, Video liken, gerne darfst du diesen Kanal auch kostenlos abonnieren. Ich würde mich über euer Kommentar wie immer freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zusehen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!